Herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Path of Exile in der Herausforderungsliga Crucible 321. Und es ist eigentlich schnell erzählt, ich habe nichts geändert vom Char. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit zum Spielen. Und ich würde aber euch gerne einfach mitnehmen. Ich habe hier schon mal zwei Karten vorbereitet und einfach bisschen Spaß haben, bisschen mappen, jetzt nichts Aufregendes. Wir nehmen unsere Mechaniken mit, die wir so ein bisschen geboostet haben über den Atlas Tree. So, hier haben wir schon mal Kessia. Starten wir gleich. Stellen mal ein Portal zur Sicherheit. Jetzt ist zur Map Vulkan ist eines zu sagen. Hier gibt es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also alle Maps, die hier so ein bisschen so das Lava-Thema, würde ich nenne ich das immer gerne, haben die Möglichkeit, eine Divination Card, eine spezielle Divination Card zu droppen. Und zwar für den Kadaver, das ist eine Brustrüstung, eine Chest, die sehr beliebt sein kann. Hängt immer ein bisschen ab von der, ja, von der Liga und ob auch der Kadavermantel gerade ein bisschen Meta ist. Aktuell eher nicht so, kann man schon sagen. Aber hier bei dieser Lava, ja, Lava Maps kann man sagen, dass es ja eine der wenigen Maps, die sich auszahlt, auch die Kisten hier aufzumachen. Hier zum Beispiel hier oben so eine Truhe aufzumachen, weil dadurch, dass man hier jede Kiste und hier gibt es relativ viele Kisten, hat man, ich will nicht sagen eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, hier doch mal so eine der Divination Card rauszutragen. Und das wollte ich nur mal anbringen. Also wer hier gerne, es gibt 4, 5 verschiedene, es hängt immer ein bisschen drauf an, ob die auch gerade aktuell in der im Atlas in der Meta sind. Aber es gibt 4, 5 verschiedene Maps mit diesem, sage ich mal, mit diesem Thema Lava. Und überall in diesen Maps hat man eine kleine, aber hat man eine Chance, eine der Divinations Card zu droppen. Und es ist meistens auch so, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Glück habt und ihr kommt in eine Map rein und relativ am Anfang findet ihr so eine Divination Card, dann, wenn ihr die Map eh nicht fertig spielen wollt, dann zahlt sich oft aus, einfach aus der Map rauszugehen, die nächste Map aufzumachen, da man ja ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass keine 2 Divinations Card pro Map droppen können. Das ist so ein bisschen so ein limitierender Faktor. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn wir hier die Map ablaufen, dass wir so eine Divination Card bekommen, jetzt nicht ultra hoch, aber ich wollte es. Das ist so ein kleiner Fun-Fact in diesen Lava-Maps, dass man hier diese Chance hat auf die Divinations Card und gerne, oder wenn man diese Maps spielt, dann gerne wegen dieser Chance auf die Divination Card. Und wenn man dann einen Kadavermantel hat oder so und den dann vielleicht noch Sixlinked oder so, kann man den dann doch für den einen oder anderen Divine verkaufen. Ne? Klar, wir sind jetzt relativ weit fortgeschritten in dieser Liga. Da sind die Preise für Sixlinked Brustchests jetzt nicht mehr ultra teuer, ne? Das muss man auch sagen, ja. Aber gerade wenn man am Anfang der Liga da auch vielleicht Luck hat, dann ja, hat man Glück. Also dann ist es natürlich deutlich mehr wert und dann
So, hier war Harbinger. Oh, wir sind schon voll. Das heißt, wir machen hier mal Trick 17. Dann können wir das irgendwo reinstopfen. Hier kann ich das rein. Grün habe ich nicht mehr. Okay. Aber seht, jetzt haben wir wenigstens nochmal 4, 5 Slots im Inventar frei bekommen. Aber wir müssen wahrscheinlich eh demnächst kurz heim Loot zurückbringen. Oh, hier ist der nächste Harbinger, sehr gut. Können wir nochmal unsere Charts aufstecken lassen. So, den Rest holen wir gleich. So. Sortieren wir das hier weg. Ja, mir sind ein bisschen die Dinge ausgegangen, hier haben wir auch noch ein Ding drin gehabt, die Amulette für Chaos Resistance, aber ist nicht so tragisch. Relativ schnell alles sortiert. Es gab mal eine Season, da wurde mit dem Schwert Builds gebaut. Das war dann ein, zwei Season. Ja, und aktuell ist das Dervisher oder wie das heißt, nicht wirklich was wert. Wie leider die meisten Uniques halt nicht wirklich viel wert sind. Außer man hat wirklich das super Luck und man hat irgendwie Max-Roll getroffen, aber was super selten passiert. Dann ist ein bisschen was wert. Auch ein Crab. Und ich stelle hier mal ein Portal. Würde ich schon mal hier und die Liga-Mechanik machen. Ja, wie ihr seht, ich mache das hier immer noch so ein bisschen stiefmütterlich mit. Es ist absolut nicht mein Fokus, die Liga-Mechanik. So, hier die Hand aufmachen. Der Hand ist immer Loot. Ich glaube, wir müssen hier schauen, ob wir hier noch ein paar Mobs kriegen. Ja, ansonsten, ja. Die Map noch. Ja, Chayula ist halt super nice, auch wenn wir jetzt nicht, ich habe ja vor ein paar Folgen ja mal gezeigt, wenn man hier Breach richtig farmen möchte, dann sucht man sich vielleicht auch noch aus, wen man von diesen 5 Christenbossen man farmen möchte. Aber da wir das jetzt aktuell nicht aktiv forcen, nehmen wir halt die Einstellung, die wir über unseren Atlas getroffen haben. Und da haben wir ja forciert, dass wir mehrheitlich Chayula sehen wollen. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Aber klar, wenn man hier maximieren, optimieren möchte, könnte man die 3 Punkte dann woanders noch investieren im Baum. Aber hier hinten war nichts, war nur Sackgasse.
Ja, wir sind, glaube ich, ja, dachte ich mir schon, dass wir hier am Ende der Map sind. Hier das Totem, sage ich mal, ist der Map-Boss. Und damit haben wir das auch noch bezeugen lassen von Maven. Auch die Bosse farme ich aktuell ja nicht wirklich exzessiv wie Maven oder die anderen da, den Weltenfresser und den brennenden Enarchen. Das habe ich noch gar nicht. Ja, das Schwert habe ich hier schon mehrfach. Ist jetzt eher für die Tonne bei uns, aber es ist okay. Wir nehmen es halt mit, weil dafür bekommt man hier diese Alchemie-Shards. Sind am Anfang ganz, ganz gut noch. Später, wenn man genug Alchis hat. Ihr seht, ich habe natürlich geforst ein bisschen auch über die Sextanten. Und dann kommt man ganz gut hin, auch mit einer hohen Anzahl an Splittern für Chayula. So, nächste Map gleich. Wie ihr seht, ich bereite meistens immer so 2-3 Maps vor, damit ich halt einmal nur craften muss, dann kann ich sie gleich hintereinander laufen. Ich würde hier gleich die Mechanik starten. Und wenn ich die 2-3 Maps durchgelaufen bin, dann schaue ich einfach, ob ich nochmal was ich dann laufen möchte. Entweder aktuell force ich ein bisschen, dass ich Maven Splitter bekomme, ohne dass ich jetzt Maven selber spiele, weil ich finde den Maven Kampf so ein bisschen nervig. Ich habe ihn auch nicht so oft gemacht, muss ich auch sagen. Aber der hat halt 7 Phasen und ja, keine Ahnung. Klar könnte man sich auch natürlich rein auf Bosse spezialisieren und dann versucht man halt hier zu forcen. Aber das ist aktuell nicht mein Fokus, ne? So, Valkyrie ist sogar eine ganz gute Karte. Und ihr seht hier bei dieser Map, ich weiß nicht, hier gibt es glaube ich auch irgendwas Interessantes, aber ja, für mich macht das hier meistens, macht das dann meistens keinen Sinn, hier die ganzen Kisten aufzumachen, weil da kann im Prinzip jetzt nicht wirklich mega geiler Shit sein. Und ja, hier die ganzen Kisten aufmachen ist meistens unnötig. Weil, ja, keine Ahnung. So, ich stelle lieber das Portal, falls wir sterben, damit wir nicht gleich rausfliegen oder dass wir schnell wieder zurückkommen können und dann quasi noch die Sache hier beenden. Die Blight. So, jetzt warten wir hier auf 500 von diesen Materialien, um unseren Feuertower abzugraden auf Meteorit. So. Zack. Folgt gleich der Boss. Ja, da ist der Boss. Halt natürlich super dankbar.
super dankbar, wenn das halt so läuft, die Blighted, nicht sich in zu viele verschiedene aufsplittet. Klar, mehrere Stränge in eine Richtung ist natürlich noch nicer, aber es ist okay. Dass wir sie nebenbei so abfarmen, die Blighted-Sachen. Wir bekommen, ihr seht ja, wieder relativ schnell gut neue Maps, Blighted-Maps. So, hier haben wir den nächsten Harbinger. So, dann mal rein zum Boss. Hier aufpassen, wenn der seine Stacheln macht. Hier seine Stacheln. Dann rausdash. Also nicht nur rauslaufen, weil das kann man nicht. Die Wand ist ja undurchdringbar. Immer versuchen raus zu dashen. So dass man sich quasi über die Wand teleportiert. Manchmal, so wie gerade, hat er hier nur die Zacken, sagen wir mal, random gemacht, aber es gibt noch ein Spell, dann macht er das genau einmal um einen drumrum und dann macht er sein AOE-Spell in die Fläche rein, die dann Damage machen. Das sind so Spikes von unten und da dann immer raus teleportieren mit seinem Movement-Skill. Sonst ist man da ein bisschen, ja, gefangen. So. So viel sollte nicht mehr sein in der Map. Warte, hier oben ist mir lang. Und ihr seht, das ist ja wieder der Vorteil, wenn man die Map quasi sich als Hintergrund legen kann. Okay, dann gehen wir kurz raus. Ja, gehen wir kurz raus. Ja, die Map ist gleich fertig, aber jetzt, ich glaube, Gürtel habe ich mehr als genug rumliegen. Deswegen mache ich die mal auf. Mal schauen, ob hier irgendwas Interessantes dabei ist. So, und das ist 15. Sollte hier in die Reihe rein, ja. Sogar eine 16er Map. Ihr seht's, ne? Obwohl ich immer wieder mal Blighted Maps laufe offscreen am Wochenende. Irgendwas Interessantes dabei. Ja, da ist viel Leben oben, aber sonst halt nichts. Und dann kommt relativ schnell auch wieder Blighted Maps zusammen. Na, ihr seht es. Wenn man das so halbwegs hinbekommt, einen guten Kreislauf zu bekommen, zwischen neuen Maps farmen und die großen, dann, das ist aber bei vielen Mechaniken so, dann ist so ein, und man schafft es, quasi so einen Kreislauf zu erstellen, in den man immer wieder sein Map-Pool aufbaut. So, ich glaube, wir haben alles. Ja, irgendwo haben wir eine Mob-Gruppe übersehen, aber das ist nicht so tragisch. So, schauen wir mal hier, da ich gerade ein bisschen hier farme, dass ich hier wieder meine 10 begutachteten Bossfights ja von Maven beauftragen lasse und dann kann ich einmal wieder zum Maven rein. Und aktuell, ich farme hier Maven nicht, aber ich sammle hier ein bisschen die Splitter, das mache ich so nebenbei. Und da suche ich mir einfach irgendwelche Karten raus. Nehmen wir mal hier. Schauen wir mal hier rein. Ah, Kalter Fluss mag ich nicht so, die Map. Super individuell. So, ich würde nur mal hier reinschauen. Ja, ist nicht ideal für uns. Weil wir können zwar nur Wreck Maps laufen, aber ja, wir haben die Ressourcen jetzt. Wir können ein bisschen würfeln. Das würde ich sogar so lassen. Hier würde ich das No-Wag wegmachen. Wir bekommen ein bisschen mehr
ja, ein bisschen mehr Damage rein, aber vielleicht kriegen wir noch was Schöneres hin. Ja, ist jetzt auch nicht wirklich super High Roll Super Map, sondern es ist einfach nur ganz entspannt ein bisschen Map craften, so dass man sie laufen kann, ohne jetzt hier in arge Probleme zu kommen. Einfach mal, damit wir ein bisschen entspannt einen Eindruck vom Spiel bekommen, welche Möglichkeiten es gibt und einfach die Sachen, die wir eh schon passiv forsten, weiter. Na, warum will er nicht? Ah, jetzt. Einfach passiv weiterspielen. Und das macht man dann, indem man einfach Maps läuft. So, damit haben wir das auch. Ja, ich versuche immer an einer... Oh, hätte er uns fast bekommen. An einer, quasi an einer Seite von der Wand entlang zu laufen. Ah, hier überall mit dem Pressure ist leider auch nichts Besonderes. It's nice to have. So, damit haben wir das abgeschlossen. Die Ecke, würde ich jetzt mal sagen. Ja, hatte ich doch richtig gesehen, dass hier noch wer rumgeistert. Hier könnt ihr zum Boss gehen. Ja, hier ist der Boss auch. Immer ein bisschen Obacht vor seinem Arm. Der kann einen One-Shotten. Und das meine ich. Ich möchte einfach nur ein paar Fights machen. Maven soll dabei sein. Dann wird einfach ihr Counter hochgezählt. Und wenn ich 10 Map-Bosse, unterschiedliche Map-Bosse von ihr quasi beaufsichtigt habe, dann bekomme ich eine Einladung und dann kann ich bei Maven alle 10 Bosse gleichzeitig bekämpfen. Wenn ich dies geschafft habe, bekomme ich, ich glaube, 1 bis 3, ich glaube, es ist möglich, bis zu 3 von diesen Shards zu bekommen. Das sind so die halbmondartigen Sicheln. Und wenn ich davon 10 habe, dann kann ich eine große oder eine Boss-Einladung von Maven bekommen. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, das ist ein recht anspruchsvoller Bosskampf. Hat, ich glaube, 7 Phasen, also 7 unterschiedliche Phasen. Ja. Mehr würde ich da jetzt gar nicht spoilern wollen vom Bossfight selbst. Aber wie gesagt, in dieser Season fokussiere ich mich jetzt gar nicht so auf die Bossfights. Weil wenn man das machen möchte, dann ist natürlich auch schlau in seinem Atlas diese Sachen dann auch zu forcen. Ne? Da kann man Maven forcen, da kann man auch den brennenden Inarchen, den Weltenfresser natürlich forcen und dann würde man das natürlich auch über diesen Atlas regeln. So, die Hand würde ich gerne mitnehmen. Ja, okay. Ja, immer mit diesen Kanten ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich hier gut zu bewegen. Aber deswegen... Ja, ich bin halt nicht so der Fan von Schildansturm und anderen Movement Skills. Dann bin ich immer so ein bisschen mehr der Fan
von Sachen, wo man sich teleportieren kann. Das ist halt hier einmal der Flame Dash oder was mir ja mein Liebling ist, aber nur mit Nahkampfwaffen möglich ist, der Leap Slam. Und deswegen würde ich auch natürlich jedem empfehlen, sofern es irgendwie möglich ist, irgendein Tele, also ein Movement Skill zu nehmen, das ist hier zum Dashen, der auch eine Teleport-Funktion hat. Okay. Gut. Der Stab ist leider auch nichts wert, deswegen habe ich ihn gleich instant verkauft. Ja, ein Chaos an einen Alchi wahrscheinlich ist das nur noch, deswegen. Ja. Ist nicht unser Main-Fokus, muss man auch sagen. So, nächste Map. So. Ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir bekommen ein bisschen mehr Damage rein. Aus dem Grund, da wir unsere Resistenzen runtergesetzt werden. Ja, 13%. Merke ich schon. So. Damit. So. Ist noch nicht voll. Ja, aktuell versuche ich immer so unter 90 stehen zu bleiben. Ja, es war vielleicht hier keine so gute Idee. Weil irgendwie zwischen 90 und 100 ist der Sprung manchmal so krass, wenn da irgendwo vielleicht noch so ein legendärer Mob dazu kommt. Ja, ist im. Ja, hier ist sogar auch ein legendärer. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Ups. So, damit ich jetzt nicht noch fünfmal hinlaufen muss, weil kann schon sein, dass der uns hier ganz. So, ich stell das. Den Trick habe ich auch von Hardcore-Spielern abgeschaut, indem man die Teleport-Rolle sich ganz links in die Ecke packt, weil mit der Maus kann man natürlich am Bildschirm laufen. Und dann schnell Inventar aufmachen, um. So. Ja, ich weiß nicht, die Legendären sind relativ schnell irgendwie OP. Gefühlt zumindest. Eins genommen aussichten, naja, halt. Wie ihr seht, ich habe auch keine Großgeoden gemacht. Ich finde die Area für unseren oder für meinen Char hier zum Laufen super schwierig, weil es einfach. Ja, läuft richtig gut. Aber das ist so ein richtig perfektes Beispiel, ne? Die vorhergehenden Welle hatten wir auch mit 98 oder so, 88 oder so abgeschlossen. Und da war kein legendäres Ding dabei und das war okay, sage ich mal. Und der hat uns jetzt hier schon viermal weggemacht, die Sau. Ja. So, letzte Portal, wenn. Ach ja. Okay, so geht's natürlich auch. Indem man einfach manuell das Portal verlässt. Ja. Okay.
ist jetzt eher so lala gelaufen, würde ich mal sagen. So, da haben wir noch Dings. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man jetzt einfach nur ein bisschen Maps laufen möchte. Und es läuft mal eine Map schief. Macht euch da auch keinen Kopf drüber, ja. Schau kurz. Ja, ist okay. Wird auch ein bisschen härter, aber ist okay. Macht euch keinen Kopf drüber. Einfach die nächste Map aufmachen, rein. So, möchte aber hier entlang dann. Aber das ist, war ein gutes Beispiel, wie unterschiedlich zweimal ähnliche Prozente dann auf einmal, wie das dann ausarten kann bei dieser Liga-Mechanik. Und keine Ahnung, vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen an und habe mich ein bisschen zu wenig diese Liga mit dieser Mechanik beschäftigt. Möchte ich gar nicht so von mir weisen, so geil oder so viel geforst habe ich die Mechanik jetzt nicht. So viel Spaß hat die mir dann auch nicht gebracht. Ich habe halt auch andere Sachen, die mir Spaß bringen im Spiel. Und dann ist der Vorteil, ist man nicht so angewiesen, ob das jetzt eine gute Mechanik für einen selber ist oder nicht. Solange man Spaß hat am Spiel, dann einfach nächste Map aufmachen, abschütteln und es geht weiter. Natürlich ist das für Hardcore-Spieler keine Option. Aber ja, die wenigsten spielen wirklich Hardcore. Von daher. So. Hier geht's zum Boss. Den würde ich noch gerne besuchen. Ja, wie ihr seht, ich bin immer noch parallel am Skillchamps leveln. So. Damit haben wir den Boss schon mal erledigt. Jetzt machen wir hier die Bridge auf. Ja, wenn ihr bei der Breach rausfliegt, dann ist sie danach automatisch geschlossen, aber ist nicht so tragisch. So, haben wir schon. Ja, okay. Okay, dann laufe ich mal hier entlang. Damit ich jetzt nicht den Weg, wo ich schon war, doppelt laufen muss. Achso, wir haben ja den Boss nicht geschafft, deswegen haben wir die EP nicht bekommen. Wir haben mich jetzt gerade gewundert. So, und ich mache mal so, ja, wieder 89. Ja. Und so einfach kann es theoretisch sein, wenn nicht irgendwie so ein crazy Unique Boss kommt. Ich will hier nur kurz hier die Map aufmachen, ob hier irgendwo noch eine Mob-Gruppe steht. Ja, ich gehe mal hier in das Wahlgebiet. Wahlgebiete besucht man am Anfang gerne. Wegen der Wahl-Skill-Scams. Später. Oh. Ja, ich würde den Ring mitnehmen. Das ist ein 86er Item-Base. Ist ganz nett, wenn man irgendwie craften möchte. Und zwei Steinringe sind sehr beliebte Crafting-Bases. Obwohl ich diese Season
gar nicht gecraftet habe oder fast nichts, außer es ist halt so Standardzeug wie Maps und. Aber jetzt wirklich, dass ich mir ein Item genommen habe, keine Ahnung, ein Gürtel, ein Juwel etc., habe ich diese Season zum Beispiel gar nicht gemacht. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit für Leute, die richtig Asche verdienen wollen, die sich da in das Thema Crafting einarbeiten. Ja, war ich kurz gestunt. Da hinten ist der Boss. Ich schaue nochmal, ob hier noch was ist. Nee. Der Boss ist meistens dort, wo das Buch ist. Hier ist das Buch. Ist irgendein bisschen Lore ver... So, damit haben wir das. Wenn der Boss gelegt ist, kann man das Gefäß aufmachen. Und für mich ist nur noch eigentlich interessant, sind hier diese Opfergaben. Manchmal ist ein ganz nettes Item, oft halt nicht. Manchmal ist hier auch ein verdorbenes Item. Am Anfang sind die Wahl-Skill-Scan noch interessant, später eher nicht, muss man leider auch sagen. Auch der Zauberstab wäre sogar eigentlich eine gute Item-Base. Hier haben wir jetzt ein bisschen Lore, jetzt nicht wahnsinnig viel. Manchmal mehr, manchmal weniger Lore zu diesen einzelnen, ja, Wahlgebieten. So, schauen wir mal, was hier noch übrig geblieben ist vom... Ja, das war's auch. So, das sind hier die zwei Sachen. 86er Item Bases. Deswegen hebe ich gerne solche Sachen hier und da auf. Und wie ihr seht, der ganze Ding ist voll. Ich habe jetzt nicht wirklich viel gecraftet. Ich habe jetzt sogar schon Probleme, hier Sachen wegzulegen. Oh. Super wenig Leben oben, aber... So, schauen wir mal, was wir hier machen können. Ja, okay. Dann Resi ist okay. Also 30, 40er Resi ist super. Bisschen Mana ist okay. Die Betäubungswelle, naja. Leben, naja. Ja, Leben und Dings können wir nicht. Dann würde ich hier mehr Damage machen. Für 4 Alchis. Das sind so 2 Chaos. Und ich würde den mal reinstellen für... Einfach fürs Doppelte. Für 4 Chaos. Höchstwahrscheinlich kauft ihn keiner für 4 Chaos, aber ja. Ja. Sogar würde ich sogar hier hinlegen. Okay. Das kann alles weg. So, nächste Map. Da bin ich aus Versehen nochmal durchgelaufen. Aber wie ihr seht, es ist super entspannt. Ihr nehmt euch eine Map. Einfach laufen. Zeigt nochmal kurz unseren Tree. Unser Tree. Wir laufen Breach. Wir laufen Blighted Maps. Wir machen hier und da ein bisschen Harbinger. Das sind die blauen mit diesen extra, ja, mit diesen Währungsdingern, die sie fallen lassen. Währungsressourcen. Und hier forsten wir Chayula. Ihr könnt es auch natürlich, wenn ihr an anderen laufen wollt, könnt ihr natürlich hier Ash gehen, könnt Sophos nehmen, ihr könnt Tool nehmen. In meinem Fall laufe ich halt, oder ich versuche hauptsächlich Chayula zu bekommen. Und hier schalte ich alle Mechaniken aus, die ich nicht haben möchte. Das heißt, wenn Mechaniken kommen, kommen dann meine bevorzugten Mechaniken öfters. Und so sehen wir halt in jeder Map eigentlich Breach, ein Blighted, ein Harbinger, und so, ja, so forcen wir automatisch unsere bevorzugten Liga-Mechaniken, auch wenn das nicht die aktuelle Liga ist. So, gut, ich dachte, hier hinten wäre noch was.
Okay, was war das jetzt? War das ein Rogue Exile? Ja, ich hoffe, das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall hoffe in PoE 2, dass endlich man weiß, warum man stirbt. Das ist so nervig. Und ich glaube, es wäre so eine leichte kleine Änderung, die man machen könnte, weil es wird ja sowieso getrackt. Wenn man stirbt, stirbt man. Und es wird ja so oder so getrackt. Und warum zeige ich das dem Spieler nicht oder sage dem Spieler, woran er jetzt gestorben ist, ne? Also. So, ich will erstmal hier ein bisschen kurz die Lage peilen, bevor wir hier die Bridge aufmachen. Neu. So. Ach, hier kommt noch ein Haring auf uns zu. So. Zu zweit ist das natürlich super, ne? Einer läuft links, einer läuft rechts rum. Dann muss man sich hier nicht so splitten. So, schauen wir mal noch auf die andere Seite, ob wir hier noch was wegbekommen. Ja. Ja, okay. Ich glaube, die ja, ist durchgelaufen. Und ihr seht, selbst wenn wir nicht hier forcen mit Sextanten und so, bekommen wir schon relativ viele von diesen Splittern. Und ihr seht es auch, ne? Wir haben in jeder Map jetzt immer ein Breach gehabt, in jeder Map, glaube ich, Blighted. Und wenn ihr natürlich maximieren wollt, dann versucht man natürlich auf allen Ebenen zu maximieren. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal mitnehmen. Ganz gemütlich hier ein paar Maps laufen. So wie ich das jetzt laufe, ohne jetzt irgendwie was speziell zu forcen. So, jetzt kommt hier gleich, ja, das Totem. Gut. Sind wir durch, wieder von Maven bezeugt. Laufen wir noch die Map fertig. Es sind noch hier so ein, zwei so Inseln. Und ich habe auch meinen Loot-Filter nicht mehr angepasst. Normalerweise, ich würde, mir ist das jetzt, ihr seht hier schon zu viel Loot, was hier rumliegt. Das sammle ich schon meistens gar nicht mehr alles ein. Und da empfiehlt es sich, wenn man so bei diesem Status ist, seinen Loot-Filter ein bisschen anzupassen, dass man auch das nicht mehr angezeigt bekommt. Ah, das sind so Sachen, die kann man machen. Immer so, wie es einem beliebt, ne? Manchmal stört mich das mehr, manchmal stört mich das weniger. Aktuell stört es mich nicht so wahnsinnig. So. Damit sind wir durch. Ja, perfekt. Hier beim Portal stehen geblieben. Oh.
Oh, Starkonia ist sogar gut für uns. Starkonia ist gerne mal, wenn man hier Lab läuft und irgendwas Gutes findet für Range Chars, dann ja, ist so eine gute Low-Budget-Variante, gerne mal ein Starkonia erstmal zu verwenden, um dann später entweder auf einen Rare oder auf einen anderen Helm dann abzugraden. Oh, ist das irgendwas? Nee. Die Rissdinger sammle ich auch noch. Müsste man nicht. Wenn man 60 von diesen Ringen verkauft, bekommt man hier so eine Rüstung. Ja, ich habe hier zwei schon eingetauscht. Ich glaube sogar noch schon eine dritte. Aber ihr seht, ich habe hier nichts Besonderes bekommen. Das ist halt super random. Da kann was super krasses natürlich kommen. Super selten natürlich. Oder halt, wenn man wirklich Glück hat, auch was krasses. Aber ja, ich würde mich darauf nicht verlassen, sondern ich farme, ihr seht es, man farmt das so nebenbei mit. Ich sammle das. Wenn ich genug von diesen Ringen habe, verkaufe ich die. Und ja, dann schaue ich, wenn es was Gutes ist, dann wäre es okay. Wenn nicht, dann in dem Fall habe ich das jetzt hier mal reingelegt, damit ich das noch habe. Weil damals, wie ich das Video aufgenommen habe für euch, hatte ich keine Rüstung und ich wollte mir dann nicht noch was kaufen. Extra. Wäre zwar nur ja low budget gewesen, aber ja, ich wollte es halt jetzt auch nicht irgendwie ja faken oder so, sondern hatte ich nicht, ist okay. So, sorry, musste kurz nach der Katze schauen, der geht es gerade nicht so gut, aber ist ja wieder auf dem Weg der Besserung, deswegen ja, musste kurz weg. Für euch ist nur, ich werde es jetzt, also zweite Map würde ich noch gerne raussuchen. Befestigung, ja, nehmen wir Befestigung mit, ist egal. Ja, für euch ist nur ein kleiner Schnitt. Ihr seht, es waren jetzt 2-3 Minuten, aber die musste ich kurz schauen, dass auch alles okay ist. Es wirkt jetzt so, dass sie auf dem Weg der Besserung. So. Ja, würde ich jetzt beides lassen. Ich würde jetzt sagen, laufen wir noch die zwei Maps, machen wir noch fertig. Dann haben wir eine gemütliche Wochenendfolge für, ja, aufgenommen. Jetzt ohne viel, ja, ohne viel Tamtam. Wieder ein bisschen mehr Einblick in das Spiel PoE bekommen, den ich gerne euch vermitteln möchte. Auch ein bisschen meine Faszination hinter dem Spiel und warum ich das so, ja, immer wieder gerne zurückkomme. Klar, es gibt manchmal Phasen, da ist man nicht so dabei. Vielleicht, weil das Liga-Thema einem nicht so interessiert. Das ist bei mir auch vorgekommen, wenn ich das Gefühl hatte, zweimal hintereinander ähnliches System und daran hatte ich mich jetzt irgendwie satt gesehen oder habe ich jetzt keinen Bock drauf, dann mache ich auch gerne mal eine kleine Pause und steige dann erst wieder in die nächste Season ein. Und genauso so faszinierend ist es aber dann trotzdem, immer wieder zurückzukommen, auch altes, bekanntes quasi neu zu entdecken. Und ganz am Anfang haben wir ja noch geforst den Abyss. Da sind wir aber dann nach ein paar Wochen weggekommen, weil ich fand es nicht so geil. Auch das, was rauskam, also an Outcome. Es kann natürlich sein, dass man, ich will jetzt gar nicht irgendwie zu hoch betreiben, ne, sondern kann auch sein, dass man da irgendwie vielleicht nicht so das Glück hatte und die Items rausbekommen hat, die man gerne haben möchte. Obwohl ich habe da jetzt keinen Fokus gehabt, dass ich das eine spezielle Item haben möchte unbedingt. Und es gab oder es gibt ja auch das eine oder andere
Unique Item, was sie ja echt gebufft haben, also Grinding Gear Games vom Abyss, was auf jeden Fall interessant ist, sich anzuschauen. Und dann mal stellen wir hier das Portal hin und dann können wir hier mal Kessia starten. Aber ich hatte jetzt nicht das Glück, ein Item davon zu bekommen, was ja okay ist. Und deswegen, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Abyss zum Laufen. Und dann haben wir ein bisschen umgeswitcht auf Blighted. Und das ist für mich immer noch das Genialste, ne? Dass du halt dann einfach sagen kannst, okay, dann ja, investiere ich ein paar Punkte und setz meinen Baum quasi zurück, vergib meine Punkte einfach anders und kann mich so quasi neu ausrichten, was ich gerne machen würde. Ist einfach super geniales System, finde ich, ne, aber... So, hier hätte ich gerne noch einen Feuer. Hier ist ein bisschen unpraktisch, ne? Wir haben jetzt hier zwei Hauptfronten. Ich versuche so ein bisschen parallel, einmal links, einmal rechts, die Sachen aufzubauen. Und hier hätte ich gerne dann einen Freeze rein, weil hier unten ist der Freeze, da ist der dann immun. Deswegen lieber hier oben freezen. Da ist er nicht immun. So, zack. Dann machen wir hier Feuer. Und wer das gerne nochmal sehen möchte, wie das mit dem Blighted geht, ich habe vor einigen Folgen ja meine AFK-Farming-Strategie für Blighted gezeigt. Und ja, ihr seht, wenn ihr das Setup einigermaßen hinbekommen habt, einmal den verstärkenden Tower, dann den Füß, den Freeze, einmal Feuer dazwischen. Und ihr seht, ihr könnt hier stehen, ihr müsst nichts mehr machen, der Boss ist umgefallen. Hier ist noch nicht einmal Feuer aktiviert. Wenn jetzt noch Feuer ist, sterben die noch schneller weg, die Monster. Oh ja, und ihr seht's, ne? Also wen das interessiert, wie meine Strategie da aussieht, man muss sagen, sie wurde zwar etwas genervt, aber wenn ich ehrlich bin, von dem Nerf merke ich nicht. Meine Strategie funktioniert immer noch. Ganz gut, würde ich sagen. So. Ja. Die Öle sammle ich noch ein, was ich stacken kann. So, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Ich glaube, die habe ich schon. Ja. Und ich sehe jetzt, ne, auch bei den ganzen Unix-Sachen, die sind halt irgendwie nichts wert. Ich sammle, was ich habe, sammle ich. Oder was sich lohnt, sammle ich hier und da noch auf. Aber den Rest, ja. Rest verkaufe ich hier instant beim Händler. Ich mache mir gar nicht die Mühe, hier für ein Alchi oder irgendwas das am Handel, am Markt anzubieten. Kann man natürlich machen. Hm, ja. Ich sehe da jetzt nicht so den großen Gewinn für einen drin. Klar, wenn man gerade knapp bei Kasse ist oder am Anfang einer Liga, ist das natürlich noch super gute, auch gute Einkommensquelle. So, und damit haben wir hier alles, was mich interessiert, so halbwegs. So. Ja, nicht stehen bleiben. Aber wen das interessiert, einfach mal in eine der letzten Update-Folgen reinzuschauen, findet man sicher ganz leicht. So. So, jetzt sind wir gleich durch. Hier vorne kommt dann gleich die Boss-Arena vom Kartenboss. Kann ich das irgendwie
so schlichten, dass ich hier den Platz bekomme. Ja, Tetris lässt grüßen. So, hier ist schon die Arena. So, da geht's rein. So, damit hätten wir das auch erledigt. Okay. Holen wir gleich ab. Mal in die Gürtel reinschauen. Hier und da die meisten Gürtel ist jetzt, ne? Ist jetzt nicht ultra ja, ultra mega, aber ihr könnt natürlich Lack haben und dann halbwegs guten Roll. Dann kurz in die Werkbank schauen, ob ihr irgendwie Leben noch drauf kraften. Das ist immer, wenn ihr noch Leben drauf bekommt, so dann ein bisschen Damage. Das sind so gerne Sachen, auf was die Leute schauen. Leben, Resistenzen und Damage. Wenn ihr da noch was drauf craften könnt für kleines Geld und dann einfach schauen, dass ihr den für ein paar Chaos vielleicht verkauft bekommt. Ist natürlich keine Garantie. Es ist immer so, wir hauen gleich die nächste Map rein. Ist natürlich keine Garantie darauf, dass ihr irgendwas verkauft bekommt. Aber wenn man viele Sachen in den Handel reinstellt und jetzt keine Mondpreise verlangt, dann kann man doch das ein oder andere auch verkauft bekommen für einen schmalen Taler. Und dann kann man sich natürlich, wenn man ein bisschen Kohle zusammen hat, einfach umschauen. So, na, 90 wollte ich nicht, aber ist okay. Ah, und schon. Sogar 85. Ja, nehme ich mal mit. So. Würde ihr Kess ja schon mal starten. Weil wenn wir hier noch den Ding aktiv haben, den Schrein, dann machen wir doppelten Damage. Weil, na jetzt ist er gerade ausgelaufen. Das war ein Schrein, wo wenn wir einen Cast machen, dann wird statt einmal gleich zweimal gecastet. Oh, wir haben relativ viel Frost. Das heißt, wir werden hier mit Dings arbeiten. Mit Füß. Erstmal. Schauen wir mal, wie sich's weiterentwickelt. Okay, dann baue ich hier den hin und hier unseren. Zack. Und hier hinten bauen wir dann unseren Feuerturm hin. Es sollte noch, ja, sollte noch in der Range sein. So, schön abfarmen. Zack, und jetzt ist eigentlich schon gegessen, das Ganze. So. Man könnte jetzt dann. Ja. Hier vorne sogar noch an den Feuer hinstellen. Ja, die Arch Nemesis. Zum Glück wurde es endlich genervt ein bisschen. Die Arch Nemesis Mods haben echt. Haben mich echt in den letzten Ligen sehr abgefuckt, muss man schon ehrlich sagen. Deswegen war ich ganz froh, dass jetzt in dieser Season endlich ein größerer Nerf passiert ist und es ist auch ein bisschen angenehmer jetzt zum Spielen. Und ihr seht, na, wir stehen hier AFK rum. Hier, der hat hier noch seinen komischen Energieschild, aber wenn ich jetzt hier drin. Ja. Das ist der Nachteil, wenn man sich nicht bewegt und neben dem Monster stehen bleibt. So. Packe ich in meine Kiste.
Falsch. Dann ist von AFK natürlich nichts zu spüren. So. Ja, war jetzt wieder ein bisschen unnötig, aber... Oh. Da war auf jeden Fall noch ein Voluntary Death. Ach, die sind von hier unten gekommen, oder was? Nice. Divine ist natürlich gerne gesehen. Das wurde ja auch ein bisschen geändert. Vor 2-3 Season wurden ja die Divines sehr gebufft und die Acts quasi genervt. Ich finde die Änderung ist okay. Am Anfang war es natürlich ein bisschen eine Umstellung, weil auf einmal, ja, anderes oder sich erstmal dran zu gewöhnen, dass jetzt neue die Items unterschiedliche Werte haben, aber relativ schnell hat man sich daran gewöhnt und es war dann klar, okay, das X ist jetzt halt so viel wert, wie ein Divine früher wert war, und ein Divine ist jetzt, warte, ich würde zuerst zum Boss gehen und okay, dann. Ja, wenn ich da jetzt durchdashe, kann es sein, dass ich sie auslöse. Und dann könnte ich eh nichts mitnehmen. Und ein Divine ist jetzt halt so viel wert, wie früher ein Ex wert war. Und so war es dann gar nicht so krass, die Umstellung. Da quasi sich beide quasi, ja, gegenseitig... Ja, ist halt der Ring. Er ist nur gespiegelt von dem. Ist okay. So war dann die Änderung, die sie da vorgenommen haben, nicht so krass. Also ein X ist das. Das ist hier erhabene Sphäre. Und das sind die Divine. Und vor ein paar Seasons war das so viel wert, wie das jetzt wert war. Und das so viel wert, wie das jetzt wert war. Jetzt wurde das geändert. Jetzt kann man, ja, mit ungefähr dem Preis, was früher ein Divine wert war, bekommt man jetzt die Exalted, was okay ist. Da, wenn, ja, ich finde es okay. Die Änderungen ist jetzt nicht mega spielentscheidend. Es hat ein paar Überlegungen gegeben bezüglich der Crafting-Rezepte. Gewisse Sachen wurden dann quasi durchs Craften billiger und andere Sachen wurden dadurch teurer. Ja, die so eine Schlauch Architektur von so einer Map ist halt nicht so ideal für die Bridge Mechanik. So, ich schaue noch mal, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Ja, hier ist ein Ring, aber so, auf zum Boss. Damit ist das auch Geschichte. So, so. Ja, das könnte man alles wegfiltern. Hebe ich eh nicht mehr auf.
Ja, noch zwei Maps, sehr gut. Also, viel sollte jetzt nicht mehr in der Map sein. Ja, hier ist schon Ende. Ja, nur noch hier die Ausbuchtung, damit hätten wir das auch geschafft, die Map. Oh, wir haben eine Dings bekommen. Ein Kundschafterbrief hier für Einhaar. Ich würde den hier wieder auf unsere Schluchtenmap starten. Könnten wir uns ja überlegen, für nächstes Wochenende einfach nochmal hier hebe ich mir die Mechanik auf, so lang. So, das kommt weg, das kann weg. Und jetzt, wir sind ein paar Maps gelaufen, ganz entspannt. Jetzt haben wir hier Maven schon fast fertig. Ihr seht, 8 von 10. Und ihr seht, kann super entspannt nebenbei gefarmt werden. Dann, ich zeige nochmal, dann farmt man hier die Halbmondsplitter. Und wenn man 10 Splitter hat, bekommt man hier eine Einladung zu Maven. Habe ich diese Season noch gar nicht gemacht. Das würden uns hier natürlich, Maven ist glaube ich hier. Wenn wir Maven besuchen und vernichten, dann würden wir hier noch einen Slot frei bekommen. Das gibt es dann auch noch mit über Maven. Und die anderen Bosse, ich sehe jetzt, Bosse habe ich diese Season gar nicht gemacht, war auch nicht mein Fokus. Und man könnte natürlich hier auch den Fokus, na, hier haben wir den Weltenfresser, hier drüben haben wir den brennenden Enarchen. Hier oben haben wir zum Beispiel Maven. Oder na, hier ist Ältester. Maven ist irgendwo. Maven war doch hier, oder? Ja, zum Beispiel hier ist Maven. Genau, immer wenn man hier ein bisschen den Punkt kriegt, dann sieht man alle anderen Noten, die noch dem Weltenfresser oder den Enarchen zugefügt sind. Hier ist der, genau, hier sind die zwei vom Weltenfresser. Maven, es gibt dann auch noch Sirius. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er ist. Aber es gibt dann auch natürlich für die Bosse, dann würde man, wenn man wirklich Bosse farmen möchte, dann würde man seinen Atlas hier natürlich anpassen, anders spielen. Und genau, das nur so als Hintergrund. Deswegen versuche ich, wenn ich eine Mechanik oder mich für irgendwas entschieden habe, so wie hier, dann versuche ich eher diesen Weg lang zu gehen. Natürlich, man könnte für ein paar Chaos, könnte man sich hier Sphären der Umkehr kaufen. Damit kriegt man hier diese, na, Shift G ist es, dann bekommt man hier diese Korrekturpunkte. Ich kann ja hier mal ein paar nehmen. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir 8 Punkte. Na, und dann könnte man hier zurücksetzen, auf andere Mechaniken umbauen. Um, auf was man halt Lust hat, ne? Ich denke, es ist ganz guter Einblick gewesen. Wir haben eine ganz entspannte Folge gehabt. Jetzt keine großen Änderungen. Dafür habe ich jetzt am Bild zu wenig umgebaut oder gar nichts eigentlich gemacht am Bild. Ich bin so ganz zufrieden. Klar könnte man, wenn man jetzt hier nochmal richtig Money investieren in... Ich habe mir schon angeschaut, wegen Gürtel und Bogen, aber es ist schon richtig teuer und da müsste man jetzt echt dahinter bleiben und ein bisschen Money farmen, damit sich das auszahlt. Und aktuell spiele ich am Wochenende, wenn ich Zeit habe, ein paar Runden PoE, farme mir ein paar Sachen zusammen, nehme euch natürlich, wenn es geht, irgendwie mit, so wie jetzt zur Aufnahme. Wir farmen jetzt noch ein bisschen gemeinsam, ich werde jetzt offscam noch ein bisschen weiter farmen. Vielleicht sogar werde ich mich jetzt noch hinsetzen und hier noch ein paar Blighted Maps farmen. Bei den Blighted Maps zum Abfarmen, es ist zwar ganz nett, sich eine Map anzuschauen, aber man braucht halt 5 Minuten, 6 Minuten, bis die Map durchgelaufen ist. Also bis die komplette Map durchgelaufen ist und dann braucht man, keine Ahnung, 5 Minuten oder 10 Minuten, alle Kisten zu looten, den ganzen Sachen aus der Map rauszunehmen, die ganze Currency zu stacken.
Und gefühlt ist dann wenig Content für euch dabei. Deswegen, ja, ist ein bisschen unpraktisch. Ich glaube, zum Streamen und zum Zuschauen, zum Live-Interagieren wäre das super nice. Aber ja, ich sehe, ich bin ganz am Anfang. Ich versuche mich hier auszuprobieren. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen unterhalten könnte, der auch Spaß dran findet. Und wir dann vielleicht in den nächster Zeit ein bisschen eine kleine Community aufbauen. Und das ist so mein aktueller Fokus. Und dafür bedanke ich mich erstmal fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann einfach am nächsten Wochenende, in der nächsten Folge. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Servus.